Mann! Liebe Freunde von Blut und Waffengewalt, herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 7. Und wir haben ja hier noch eine Sache zu zu erledigen, was ja prinzipiell aufs Gleiche hinauskommt. Und zwar das Minigame Ethan Must Die. Ethan muss sterben. Ein ultraschweres Minispiel. Können Sie lang genug überleben oder wird es Ihnen zuvor den Willen brechen? Die wissen nicht, mit wem sie es hier zu tun haben. Okay, liebe Leute, stürzen wir uns rein ins Getümmel. Und bevor ich es vergesse, einige von euch hatten geschrieben, dass sie doch nochmal Bock haben auf eine Runde von 21. Mal noch so die nächste schwerere Stufe, dass ich die mal noch spiele. Falls ihr darauf Bock habt, lasst mir gerne mal einen Daumen nach oben da und schreibt es dann bitte unten in die Comments, dann werde ich das auf jeden Fall nochmal für euch aufnehmen. Habe ich irgendwie ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Aber zuerst schauen wir uns mal das Baby hier an. Viel Spaß. Bereit zu sterben? Oh, okay, können wir mal langsam anfangen. Dieses höllische Haus hat nur einen Zweck, die Vernichtung von Eindringlingen. Keine Speichermöglichkeiten, Objekte werden jedes Mal zufällig ausgewählt. Unzählige Fallen und Monster erwarten Sie. Ethan wird höchstwahrscheinlich hier sterben, aber keine Angst, versuchen Sie es einfach wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Besiegen Sie Margaret im Gewächshaus. Mit dem fucking Taschenmesser oder was? Notfalls kann man sich damit eventuell auch ein Honigbrot schmieren, liebe Leute, aber... Ich glaube, wir versuchen erstmal einen richtigen Weg zu finden, bevor wir hier das Game mit dummen Sprüchen belegen. Wow, gut gemacht, Seth. Du kannst richtig gut zielen. Wunderbar. Starke flüssige Chemikalie. Oh Mann, das heißt, die Kisten stehen bei jedem Versuch auch an unterschiedlicher Stelle, oder? Oh. Fuck yeah. Oh, die Party ist schon mächtig am Steigen, wie ich sehe. Finden Sie den Gewächshausschlüssel im Wohnzimmer des Haupthauses. Nicht so dick, sagt meine Herren! Lass mich doch mal... Warte doch mal auf, mein fucking Gott! What the fuck? Okay, liebe Leute, ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat... Oh ne, hier steht auf jeden Fall eine Kiste. Ja gut, was da drin ist, ist zufällig. Ich werde jetzt bestraft. Das ist keine starke flüssige Chemikalie mehr, sondern nur noch eine... Naja, gewöhnliche. Was ist das hier mit den Sternen? Hast du im Krieg gedient, mein Freund? Oh, komm her, Baby. Ich sollte mir wahrscheinlich die Munition aufsparen. Das heißt, ich muss überlegen, was ist wirklich notwendig zu töten und was sollte ich lieber da irgendwie seines Weges gehen lassen. Okay, ich muss mich definitiv richtig gut umschauen. Und werde die Hälfte vermutlich wieder irgendwo vergessen. Und ihr schreibt wieder in die Kommentare. Treff bei Minute 8 lagen 5 Waffen rum. Und ich so, hey, dann gehe ich wieder mal zu Minute 8 und korrigiere diesen kleinen Fauxpas. Ich weiß jetzt, dass da ein Sprengsatz ist, dass es hier überhaupt Sprengsätze gibt. Fick dich! Was ist das? Was habe ich da gerade eingesammelt? Ich kann gar nicht mal in Ruhe hier alles einsammeln. Mensch, das... Oh mein... Halt dein Maul. Oh mein Gott! What the... Oh, guck mal an. Ach, wisst ihr was? Leck mich am Arsch, Spiel, ganz ehrlich. Oh mein fucking Gott. Ach. Es ist nicht euer Ernst. Darf ich da bitte Wasser reinfüllen, meinen Kopf reintauchen und nie wieder aufstehen? Das wäre wirklich formidabel. Okay, ich habe jetzt nur das Messer. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, ey. Also wenn ich jetzt hier nochmal sterbe, dann irgendwie... Oh Gott. Lass mich, lass mich, lass mich! Ach, lass mich! Nein! Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, raus hier! Raus hier! Was, was ist nicht offen? Das ist fucking nicht offen! Oh, fickt euch! Au! Erste Hilfe, Medipack, rein da! Oh Gott, Gott sei Dank! Bloody hell! Oh Gott! Dammit! Alter, ich bin... Ey, noch ein Schlag, da bin ich schon wieder tot. Da kann ich wieder nochmal anfangen. Oh, hell no. Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir so gar nicht. Mann! Leck mich am Arsch! Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich lass mich von den Jungs überhaupt nicht beeindrucken. Ah, kommt gar nicht in die Tüte. Kommt gar nicht in die Tüte, meine Lieben. Reiter! Oh!
Da bin ich zum letzten Mal gestorben. Gibt's hier was? Dankeschön. Ich kann gar nicht gucken, was es ist. Ist mir egal. Lasst mich einfach. Ja? Lasst mich einfach. Tut so. Dankeschön. Wow. Mal ein bisschen Luft zum Atmen hier, ey. Ich habe das Psychologikon eingeworfen, das mir die Items zeigt. Aber irgendwie sind überhaupt nicht viele Items vorhanden, muss ich sagen. Ach, Schießpulver habe ich gefunden. Na, Gott sei Dank. Wenn du mir jetzt noch eine Waffe gibst, dann wäre ich sehr, sehr erquickt. Immerhin haben wir ein bisschen verbesserte Munition gefunden. Für unser Messer. Oh Gott. Okay, diese... Yes. Okay, diese lilanen Teile werde ich nicht wieder versuchen aufzumachen. Oh! Nein! Leck mich! Oh mein Gott! Alter, das ist fucking uneffektiv. Wie viel hält der Dude aus? Wie viel kannst du aushalten? Wie tief kannst du gehen, mein Freund? Dankeschön. Denk erstmal drüber nach. Holy hell. Kann ich mich zufällig ducken? Oder komme ich da durch? Bitte. Zieh die Haare ein. Oh, ich bin ein Gott unter den Lebenden, Freunde. Yeah. Give me all that good shit. Okay, hier war ich noch nie. Also, so weit habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft. Oh, Mann. Danke. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ach, hier, aber hier war dieses eine Geheimnis im Hauptspiel. Oh, ja. Ja. Du hast da eben leicht deine Hand dran getätschelt. Mach das bitte nochmal. Bitte. Oh, okay. Der will nur nicht gegen Stein laufen. Ich dachte, er hätte irgendwas gefunden. Ich wurde schwer enttäuscht. Na gut, wir müssen wieder zurück. Wir haben keine Chance. Wir haben keinen Mut. Also, beste Voraussetzung. Vielleicht sollte ich auch meinen Kopf in diese Toilette stecken. Ich suche einfach irgendwas, wo Wasser drin befindet. Das ist mir leider nicht vergönnt. Die haben sich schon da was dabei gedacht. So, ich nehme mal den Brenner vorsichtshalber. Da kann ich mir die Viecher etwas vom Leibe halten. Ich muss den Schlüssel suchen und Margaret besiegen. Mit dem wenigen Leben? Was ist denn das eigentlich? Hier ruht Ethan Winters. Und da bin ich gestorben. Dankeschön. Dass du es mir nochmal aufs Butterbrot schmierst. Jetzt ist es an der Zeit, das Messer zu benutzen. Ja, ich verstehe das schon. Okay, hier waren die Dudes vorhin. Komm zumindest her, bitte nicht nochmal. Oh, ja. Yeah. Komm zu... Papa, ach nee. Ah! Wo soll ich denn aber auch hin, verdammte... Das Level geht mir auf den Sack, ganz ehrlich. Oh, gar keine Kisten in diesem Durchgang. Na, herzlichen Dank. Vielen lieben Dank, Spiel. Ich habe übrigens gerade den Tipp bekommen, dass ich mir die Kisten genau anhören soll. Weil sich da eventuell Bomben drin befinden, haben wir ja auch schon festgestellt. Dann lasst mich bitte in Ruhe. Dankeschön. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Und ich kann das wohl irgendwie hören, Mann! Okay, das ist Bullshit, ganz ehrlich. Macht richtig Spaß. Richtig viel Spaß macht das. Da kam kein Geräusch. Da kam kein fucking Geräusch! Fuck. Können wir bitte da rein, ohne dass jemand kommt? Wie? Wie? Ich hab nur das Messer. Oh, da werden die Familienbanden nach und nach abgetragen, ne, mein Freund? Okay, Leute, irgendwie aus einem mir noch nicht ganz so bewussten Grund habe ich irgendwie prinzipiell, ich formuliere es mal vorsichtig, keinen Bock mehr auf dieses Scheiß-Level. Mach doch deinen Mist alleine, ganz ehrlich. Kannst du Mangory töten, wie du willst. Ich bin allerdings nicht am Start. Danke. Ich habe eine Geburtstagsfeier zu organisieren. Ja, genau, das machen wir. Damit das Ding hier nicht ganz so für umsonst ist, würde ich sagen, spiele ich jetzt noch mal eine Runde Jacks 55. Geburtstag. Da haben wir ja auch noch ein bisschen was offen. Und ja, ich hoffe, das klappt dann ein bisschen mehr. Da sehe ich immerhin irgendwie Land, so. Da sehe ich immerhin einen Stich, wie man so auf Deutsch sagt. Was haben wir denn hier noch alles? Was können wir noch? Das ist noch nicht freigespielt. Okay, was muss man machen, um das freizuspielen? Rang B im Haupthaus 1 erreichen. Ach, so ist das. B, das Vorablauf von 9 Minuten schaffen. Kriegen wir das hin? Ah komm, das kriegen wir hin, oder? Wir müssen uns nur ein bisschen beeilen.
Machen Sie Jack fett. Oh ja, meine Freunde. Und wehe, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, wird diese Aufnahme die allerpeinlichste meines Lebens. Ich sollte mich vielleicht erst aufrüsten hier. Erste Hilfe-Arznei. Yep. Was haben wir noch? Brennerkraftstoff, Pistolenmunition, eine Flinte. Feuerkraft. Ja, Feuerkraft ist gut. Die ganzen Perks hier. Verteidigung, Wucht. Erleichtert es, einen Gegner zurückzuwerfen. Verbessert maximale Gesundheit. Lass uns sehen, wo sich Objekte befinden. Oh ja, ja, yeah, Jackie, boah, ich bin gleich am Start. Goldene Brechstange. Besondere Farbbeschichtung lässt jeden in Flammen aufgehen, der damit getroffen. Oh, geil. Da kriege ich ja gleich Dead Island Flashbacks auf jeden Fall. Ah, cool, das können wir hier noch alles freispielen. Nice. Ich sehe schon. Okay, erste Hilfe haben wir. Hm, vielleicht nehmen wir davon nochmal zwei mit. Ich meine, die stapeln ja eh, oder? Nee, dann lass mal alles mitnehmen. Pistolenmunition, Flinte, habe ich auf jeden Fall. Und wahrscheinlich eine Pistole, falls wir, ja, keine Ahnung, falls die Flinte irgendwie nicht mehr das ist, was sie mal war. So, Munition nehmen wir auch alle mit. Pistolenmunition haben wir zwei, da können wir hier notfalls nochmal aufladen. Den Brenner, da scheiße ich jetzt einfach mal drauf. Messer, braucht man ein Messer? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay, liebe Leute. Let's go. Lasst uns ein paar Monster zum Weinen bringen, ja? Hellseherei, okay, da. Fuck, ich muss erst das grüne Monster töten. Ja. Hol mal deine Freunde, Papi. Hol mal deine Freunde. Da können wir das ja alles ein bisschen schneller erledigen, würde ich sagen. Okay, ich muss... Damn, Junge. Ich muss auf jeden Fall rennen. Shit. Hier. Och, verdammte Axt, das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Ich brauche Futter. Ist du da... Ach, schön. Ist das so schwer zu verstehen? Okay, wo ist der lila Typ? Ich brauche dich. Ich brauche deinen Kopf. Ich brauche deine Leiche. Ich brauche alles, was nur, auch nur im Entferntesten mit deinem Tod zu tun hat. Und den Orangen, bitte. Sonst komme ich hier echt nicht weiter. Come on. Wo bist du? Das ist echt Zufall sonst, oder? Ach. Oh, hier. Ah, immerhin. Immerhin, Baby. Ich weiß, ich bin schlecht und sollte mich um die Ecke verstecken. Ich habe keine fucking Zeit, mich zu verstecken. Sorry dafür. Macht euer Versteckspiel alleine. Nette Cap übrigens. He was a rapper. He was a skater boy. Oh, er ist noch nicht tot, oder was? Sag mal, Kollege. Wie viel kannst du fressen, hä? Machst Jack ja alle Ehre, mein Freund. Na komm schon. Oh, ich habe keine Zeit für euren Scheiß. Ist mir jetzt egal. Wow, ich verliere so gut wie gar kein Leben, muss ich zugeben. Okay, tat. Nein. Okay, ich... Diese Hellseherei lenkt mich übelst ab. Ich brauche das nicht. Ich muss die Dinger hier suchen. Oh, fuck. Fuck. Nein, jetzt nicht. 14... Ah, okay. Ja, ihr habt ja auch gesagt, jedes Mal, wenn man einen tötet, dann hat man... Sozusagen kriegt man einen Bonus von der Zeit. Das finde ich ziemlich gut. Wir haben noch über 5 Minuten. Das sollte doch zu schaffen sein, würde ich sagen. Oh, auch wenn wir jetzt ziemlich sinnloserweise zurückrennen... So, komm her, Papa. Kriegst du erstmal einen Schluck zu trinken hier. Oh, schön die Speiseröhre anfeuchten. Ja, ich bin schon unterwegs. Das gefällt dir, ne? Oh, hi! Oh Gott! Halt deinen Mund! Mensch, du wirst ja immer schöner, Margaret. Das hört sich ja... Ist ja fantastisch hier. Bäm! Oh, für die Fliegen kriege ich auch was, oder was? Ich hab gar nicht so richtig mitbekommen. Okay, das Lilane, das war sie. Oh Gott, was ist das? Ah, so eine stärkere Waffe, genau. Das hatte ich beim letzten Mal nicht gecheckt. Oh yeah, baby. Let's go. Wow, also. Okay, wo waren das jetzt mit diesen lilanen Sachen? Ich glaube, das war hier hinten. Oh, ich bin schneller. Nice. Nicht eingeladen, mein Freund. Bist nicht eingeladen. Oh, danke. Nein! Dürfen wir das bitte nehmen? Dankeschön. Einige Mahlzeiten können miteinander kombiniert werden. Ja, so viel weiß ich schon. Vielen lieben Dank dafür. Mist, keine Geschwindigkeit mehr. Das ist wie diese... Ja. Bei GTA 2 gab es doch auch so... diese komischen Sachen, die du auf der... die du auf der Straße finden konntest, wo du dann auf einmal unendlich Munition hast und so. Hey! Ja, das möchte ich ja wohl meinen. Das habe ich mit viel Liebe gekocht, mein Freund. Okay, let's go. Nein!
Yes! Okay, ich muss versuchen, die alle möglichst abzuschießen. Okay, dort komme ich ins Wohnzimmer. Wäre ich eigentlich auch so gekommen, oder? Ich darf nicht so viel zurückrennen. Ich muss wahrscheinlich erst quasi alles oder möglichst viel einsammeln. Shit. Habe ich was zum Kombinieren? Nee, habe ich nicht. Verdammt, ich muss hier nochmal her. Okay, schneller, Sef. Können wir hier die Abkürzung nehmen? Ja, wir können sie nehmen. Sehr gut. So ein bisschen ist mir das Layout schon vertraut, muss ich sagen. Okay, let's go. Wie viel haben wir noch? 13? Ich hoffe, das schaffen wir. Ich kann das nicht abschätzen. Das ist schwer. Okay, es wird schwer. Come on. Ja. Keine Zeit zu verlieren. Ich muss mich jetzt echt ein bisschen beeilen, Freunde. Wir haben keinen... Fuck! Okay, bei der Hälfte. Schaffe ich das noch eigentlich? Ich weiß es nicht. Oh! Leicht erschrocken. Okay, Flasche holen. Danke sehr. Oder können in den Schränken auch Essen sein, wenn das mir das hier so anzeigt, so schön. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hat ihr den Orangen schon gekillt? Nee, haben wir nicht. Fuck. Mist. Muss mir das echt merken. Okay, Rang S ist quasi verloren. No, dude. What the fuck? Come on. Bonuszeit. Ja, ich nehme sie alle mit. Darüber wird er sich aber freuen. Yeah. Wunderbar. Habe ich was zum Kombinieren? Habe ich Zucker? Ich brauche Zucker, oder? Ich die kleine Flasche noch mit? Nee. Aber ich weiß immerhin, dass hier oben was am Start ist. Sehr, sehr gut. Oh, über die Torte wird er sich freuen. Alles klärchen. Was war das? Hier sind noch übelst viele Türen. Oh mein Gott, ich bin den falschen Weg gegangen. Oh, no. Fuck. Okay, wir kriegen das hin. Noch 3 Minuten. Noch volle 3 Minuten. Fucking hell. Ich vergesse es immer. Ja, komm. Oh. Warum lädt er denn nur einen Schuss nach? Bist du des Wahnsinns? Okay, ich muss drauf achten. Jetzt muss ich nachladen. Das kostet viel zu viel Zeit. Ja, ich bin schon unterwegs, Papa. So, ein Leckerchen. Kommt sofort. Nee, das... Das schaffe ich nicht, oder? Fuck. Mist. Ich habe immer noch nicht diese... Oh, hier geht's rein. Yeah! Wunderbar. Und das noch. Oh, geil. Hier noch irgendwas drin? Oh, Pistolenmunition. Ja, herzlichen Dank. Oh, hier. Yes. Bonuszeit, Bitches. Okay. Komm, wir kriegen es noch hin. Nein! Ach, der frisst doch den Pfeffer. Ja. Ist auch egal. Ja, sorry. Es ist... sei froh, dass du überhaupt was hast, mein Lieber. Hui. Okay, 2 Minuten. Wir schaffen das noch. Nee, wir brauchen Rang A. What? Ach so. Oh, nee. Rang B, war es Rang B oder Rang A? Ich war jetzt so auf diese 9 Minuten fixiert. Fuck, was haben wir? Ah, ich weiß es nicht mehr. Freunde. Das reicht auf jeden Fall hier nicht. Hier ist nur eine Flasche. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ich glaube, der Typ hat noch Hunger. Oh no. Das ist echt nicht gut. Okay, wir probieren es mal. Wir gehen mal zurück, ansonsten haben wir es halt verkackt. Kann ich es auch nicht ändern. War aber eine lustige Runde. War ziemlich spaßig. Okay, let's go. Notfalls haben wir noch 1,5 Minuten, irgendwas zu finden. Wenigstens Rang B noch freischalten. Komm. Das sieht gut aus. Und. Das ist groß. Was noch mehr? Okay, wir müssen ganz dringend noch irgendetwas finden. Hier lang. Hier rum, larum, Löffelstiel. Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier drinnen waren wir noch nicht. Oh Gott, ja. Ja. Das sollte reichen. Zurück. Eine Sache braucht er noch, oder? Dann ist er zufrieden. Hoffe ich zumindest.
Ich weiß nicht mehr, ob wir Rang B oder Rang A haben müssen. Ich glaube B. Ich war so auf die 9 Minuten aus. Was ist das für ein... Wehe! Wehe, es reicht dir die What? Okay, okay, wir können es vergessen. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Scheiße. Scheiße, das gibt's doch nicht. Bonuszeit. Noch ein bisschen Zeit. Danke sehr. Ja, komm, du auch noch. 10 Sekunden, mich nochmal richtig umzuschauen. 30. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Warte mal, die Orangen haben wir gekillt. Die Garage. Ja. Komm, her damit. Nein! Oh, Goddammit. Nein. Jetzt lad nach. Oh Gott. Ja. Hoch mit dir, Mia. Schwing dein kleines Hinterteil. Oh. 20 Sekunden. Wenigstens Rang B. Komm, alles andere ist peinlich. Alles andere ist gottverdammt peinlich. Okay, go. Also, wir gehen richtig am Stock gerade hier auch. Come on! Scheiße! Rang B! Los! Ja! Yes! Oh, ey, immerhin! Wie soll man denn das in 11 Minuten schaffen, Mann? Das verstehe ich nicht. So, mussten wir jetzt Rang B freispielen, oder? Ergebnis, ja. Haben wir aber jetzt was unlocked? Ist die Frage. Abschnitt 2, Gästehaus! Yes! Wunderbar, Gästehaus 2. Okay, liebe Leute, das haben wir freigespielt. Dann würde ich sagen, falls ihr darauf noch Bock habt, das noch weiterzumachen, dann lasst mir gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da, dann mache ich das gerne mal. Eventuell auch im Stream, im nächsten Livestream. Ich habe ja bald vor, einen zu machen, ich muss mal gucken, wie das mit der Zeit ist. Und dann würde ich sagen, bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Ist ja doch noch ganz lustig geworden, das andere war übelst frustrierend, ah, sorry, aber... Das ist einfach nicht so mein Ding, mich da so herauszufordern. Das liegt mir auch einfach nicht. Das kann ich auch nicht. Müsste halt bei anderen schauen, die es irgendwie besser hinkriegen. Aber ich, keine Ahnung, bin irgendwie zu schlecht dafür. Ich habe auch keine Lust drauf. Aber das macht ziemlich viel Spaß und ist ziemlich, ziemlich lustig. Ja, also hoffe ich, hat es euch trotzdem Spaß gemacht. Und ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Bis dann, haut rein und ciao.